Und was ist jetzt, wenn ich jetzt hier, ne, den großen einfach mal nehme hier und einfach mal hier so Richtung Dingens schiebe? Wird der denn nur kleiner, wenn ich jetzt hier den Ball nicht bewege oder was? Ich hab keine Ahnung. Nein. Na, oh, jetzt wird er wieder klein. Okay, gut. Belassen wir es dabei. Können wir wahrscheinlich damit einfach nur Geld machen oder sowas. Das ist auch noch so ein Ball. Den kann ich nicht bewegen. Sieht aus wie ein Schneeball. Tatsächlich. Ist es ein Schneedicator? Ah ja. Okay. Haben wir hinten denn noch irgendwie was? Hier ist, glaube ich, nichts weiter. Nee. Ein Stein? Hä? In diesem Schneehaufen ist eine Kamera. Ach, das ist ein Schneehaufen. Warum sind hier eigentlich so viele Kameras? Ich gucke mir auch gerne hier jeden Baum an. Wahrscheinlich wären in den vorherigen Leveln in irgendwelchen Bäumen irgendwie Kameras gewesen oder so. Hm. Was haben wir denn hier? Eine Dufteinstufung. Schneeduft, Schneemann. Weiße Bewertung kann gelb werden. Unverdächtiger Duft, Welpe, blaue Einstufung. Duft des Herumrollens. Komischer Duft, Menschen, grüne Einstufung und wird rot geschrieben. Unbedingt vernichten. Iris? Seines. His and hers. Ach so. Vielleicht für Parfümgedöns? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. So, ging es hier unten denn noch irgendwo weiter? Mensch, ich hoffe, du bist bereit für... Sand! Wo ist das Rätsel? Es liegt gleich dort, auf dem Boden. Vertrau mir. Er wird es niemals bewältigen können. Monster Kids Wortsuche. Bitte was? Ach, okay, jetzt muss ich hier... Hey Kinder, könnt ihr bei der Lösung helfen? Ice-E. Ah ja. Wir sollen Monster finden, Skeletons. Ach, okay. Wo kann ich denn das da hier genau machen? Das ist doch... Ja, doch. Die Wörter kann man erkennen. Sans, es hat gar nichts bewirkt. Ups. Ich wusste, ich hätte lieber ein Kreuzworträtsel hetzen sollen. Was? Ein Kreuzworträtsel? Ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Meiner Meinung nach sind Kinderwortsuchen am schwierigsten. Was? Ist das dein Ernst? Diese kinderleichte Spielerei? Das ist für Kleinkinder. Unglaublich! Mensch, löse unsere Debatte! Was ist schwerer? Wortsuche, Kreuzwort. Wortsuche ist voll schwierig. Ha, 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 ja! Menschen müssen sehr schlau sein, wenn Kinder Wortsuchen für sie auch schwer sind. Ja. Danke, das mit der Kinderwortsuche hat meinen Bruder beruhigt. Gestern hat er versucht, das Horoskop zu lösen. Ja, zu lösen. Super. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages einen Weg finden könnte, Spaghetti zu kochen, erfüllt dich mit Entschlossenheit. So, erstmal speichern. So. Es ist ein Teller mit gefrorenen Spaghetti. Er ist kalt und klebt am Tisch fest. Okay. Was haben wir hier? Kann ich hier nicht die Mikrowelle benutzen hier für die Spaghetti? Nein. Es ist eine ausgesteckte Mikrowelle. Ja gut, ohne Strom ist natürlich schlecht. Alle Einstellungen zeigen Spaghetti. Hm. Es ist eine Notiz vom Papyrus. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Du weißt ja gar nicht, dass das eine Falle ist. Nur um dich zu ködern. Du wirst so mit dem Essen beschäftigt sein, dass du keinen Fortschritt erzielst. Erneut ausgetrickst von großen Papyrus. Papyrus. Ah ja. Ja, aber nö. Hat er mir jetzt das Mäuseloch da angeguckt? Ach ja, genau, hatte ich. Okay. Warnung, Hundehochzeit. Ja, du hast richtig gelesen. Okay. Hä?
An diesem Baum ist eine versteckte Kamera. Ja, natürlich ist hier eine versteckte Kamera. BTF. Niederer Hund erscheint. Tat. Niederer Hund. Streicheln, 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 streicheln. Oh. Du erhebst deine Hand und der niedere Hund ist begeistert. Heche, heche, heche. Ja. Oh. Niederer Hund kläfft aufgeregt. Verschwunden. Oh, das ist ja cool. Streicheln, 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 streicheln. Was haben wir denn hier? Da kann ich irgendwas freimachen. Da kann ich irgendwas mit X wahrscheinlich ausgraben. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt irgendwie den Schnee hier wegzumachen. Was soll denn das darstellen? Oder ist das... Ach, das ist eine Karte von dem derzeitigen Gebiet hier. Und dann soll ich wahrscheinlich irgendwo da rechts hin und dann ist da unter X irgendwie gedönsten Hebel oder sowas. So hier oder halt in dem Feld. Im Schnee ist ein versteckter Schalter. Mensch, das ist ja noch nicht mal fies. Ich gucke mir aber gerne hier auch nochmal jeden Baum an, jeden Stein, oder Schneehaufen oder wie auch immer. Okay. So, und dann kommen wir nämlich auch hier durch. Ist hier irgendwas? Nein. Eiskappe und Snowdrake stehen seufzend vor dir. Was ist denn das? Das ist deine Mitte. Eiskappe erstmal ignorieren. Ich schaffe es, seinen Blick von Eiskappes Hut abzuwenden. Jo, das sieht genervt aus. Ist okay. Ich denke gerade, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Snowdrake beurteilt die Menge. Kann ich jetzt schon über ihn lachen? Du lachst über Snowdrakes Witz. Hat er einen Witz gemacht? Okay. Ah, lachen. Vater hat Hunger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, aua. Aua. So. Kann ich schon hier irgendwen verschonen? Ja, kann ich. Ich liebe mein Hut, okay? Ja, ist okay. Kannst du gerne machen. Das war verdammt scheiße knapp, dass ich hier nicht getroffen wurde. Aua. Ja, ich flieg auch noch rein. Jerry niest, ohne seine Nase zu verdecken. Yay. Tat. Eiskappe. Ignorieren. Es sieht besiegt aus. Lieber Hüter anstatt Hater. So, und was macht Jerry jetzt genau? Und Jelly oder wie auch immer. Jerry niest, ohne seine Nase zu verdecken. Ja, ist okay. Wir können einmal hier verschonen. Nun, kannst du mich nach Hause fahren? Jerry isst putriges Essen und leckt laut seine Hände. Okay, er will nicht. Was können wir denn hier machen? Analyse. Jeder kennt Jerry. Angriffe dauern 2 Sekunden länger. Deswegen versucht er zu denken. Er ist nicht der Intelligenteste. Das WLAN hier ist furchtbar. Abservieren. Du versuchst zusammen mit den anderen Monstern Jerry abzuservieren. Du warst siegreich. 25 Goldalten für Sohn. Gedöns. Was ist hier denn? Achso, nix. Was? Hallo? Hundehochzeit? Was ist das für ein Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du ein Duft bist. Identifiziere dich. Hier ist dieser Geruch. Ich möchte etwas ausschalten. Dich ausschalten. Okay. Hundepaar greift an. Tat. Dogami oder Dogaressa. Streicheln. Die Hunde achten zu sehr auf deinen Geruch. Voll make the muffige Mensch. Das ist nicht mein ehener Mann gedöns. Okay. Die Hunde nutzen ihre Äxte, um sich gegenseitig zu schützen. Machen wir mal eine Analyse. Ehemann von Dogaressa erkennt nur, was er riecht. Okay. Haben Menschen Schwänze? Oh, das bleibt mein Geheimnis. Mhm. Ja gut, ich dachte nicht bewegen, klappt in dem Fall, aber nö. Die Hunde flüstern sich Komplimente zu. Herumrollen.
herumrollen. Du rollst dich in Dreck und Schnee umher. Du riechst wie ein komischer Welpe. Dreht mir Menschenschwänze. Haben Menschenschwänze? Die Hunde möchten erneut an dir schnüffeln. Kann ich schon? Nein. Schnuppern. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Muss riechen, ne? Bist du ein kleiner Welpe? Aua. Ja, ich weiß, in Blau kann ich stehen. Die Hunde denken, du wärst ein verloren gegangener Welpe. Kann ich sie jetzt hier verschonen? Warte mal, wie ist denn das? Verschonen? Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Ich bin das erste Mal gestorben. Yes! Game over. Du kannst noch nicht aufgeben. Mammut, bleib entschlossen. Okay. Gut. Na, ich muss ja auch mal sterben hier, ne? So viel Zeit muss sein. So. Ja, ja, komm, ich wollte hier nochmal Schild lesen und sowas. Hier war das doch. Hier streicheln. Wieder und streicheln. Ja, ja, komm. Er ist ganz toller Hund. Piep, piep. Da, ich dachte, er springt jetzt. So. Verschonen. So. Also einmal hier. Schnee, ist ein versteckter Schalter. Jo, machen wir. So. Das hier muss ich nicht mehr entdecken. So, hier sind wir wieder bei dem Hundepärchen, das mit ihrer Axt herumtollen tut. So. Okay. Ja, Text kennen wir schon. Haben wir gerade gesehen. So, dann Tat hier, Dogami. Herumrollen. Rollt sich in Dreck und Schnee umher. Ich rieche wie ein komischer Welpe. Moment, zwei Schnüffelmeister 98. Natürlich, zweiter Platz. Alter. Ich lasse mich von diesem Mist auch immer treffen. Die Hunde möchten erneut eine schnüffeln. Dann schnüffeln wir zurück. Die Hunde schnüffeln erneut an dir. Nach dem Herumrollen im Schnee riechst du in Ordnung. Was riecht da? Bist du für ein kleiner Welpe? Ja, es kommt ganz drauf an. Alter. Okay. Die Hunde denken, du wärst ein verloren gegangener Welpe. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Streicheln. Du streichelst Dogger Ressa. Was ist mit mir? Ein Hund, der Hunde streichelt. Wow! Okay. Die Hunde nutzen ihre Äxte, um sich gegenseitig zu schützen. Können wir hier streicheln? Du streichelst Dogami. Und Dog Amy, wie auch immer. Wow, und das von einem Welpen. Ewig ist mir nicht. Ja, irgendwie sowas. Da, ja, ist gut. Die blauen Dinger, ne? Wenn blau und weiß dazwischen ist, ey, die Dinger sind so mies. Die Gedanken der Hunde wurden erweitert. Okay. Verschonen. Ich war siegreich. Hunde können andere Hunde streicheln? Das ist eine völlig neue Welt. Danke, komisches Hündchen. Ja. Sieg durch Streicheln. Ich lese hier zuerst das Schild, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Verwandle jedes X in ein 0, ein O, ein keine Ahnung was. Drücke dann den Schalter. Nee, so nicht. Mhm. Das ist aber... Ich kann es ja nicht mehr zurückverwandeln. Warte, kann ich hier so Stückchen? Ja, das geht. Okay. Dann hier auch nochmal und dann Schalter. Was? Wie konntest du meine Falle umgehen? Und viel wichtiger, ist noch etwas für mich übrig?
Was erzählst du Papyrus über seine Spaghetti? Ist noch übrig. Wirklich? Wow! Du konntest den Geschmack meiner Pasta widerstehen, nur um sie mit mir teilen zu können? Quäle dich nicht! Ich, Meisterkoch Papyrus, werde dir all die Pasta kochen, die du möchtest. Okay.